Und weiter geht es mit einer besonders knackigen Folge von Enshrouded. Es wird weiter an der Base rumgebastelt, weiter am Turm. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet, damit es hier schon mal ein bisschen netter aussieht. Ich habe schon mal ein bisschen für Licht gesorgt und schon mal so ein paar Trophäen hier gehangen. Ich habe mir gedacht, wir werden hier so ein paar Köpfe hinhauen. Wir werden die auf jeden Fall noch mit der Zeit ein bisschen upgraden, aber ich fand der hier, der am Eingang passte ganz gut. Der hat ein bisschen glasige Augen. Ja, das scheint ein bisschen traurig zu sein. Also wir werden das so machen. Der Plan wird heute sein, wir werden hier, haben hier einen langen Durchgang, dann geht der Raum bis, ja, bis zur Hälfte hier, würde ich sagen. Dann bauen wir hier so ein Badezimmer rein, für uns alle, für die ganze Gefolgschaft hier. Dann kommen hier zwei Räume, zack. Warte mal, wie viele Leute habe ich denn? 1, 2, 3, 5, das heißt 6 Zimmer bräuchten wir, das heißt 1, 2, wir können ja auch ein Doppelzimmer machen. 2, dann hier 3. Hier, wir brauchen zwei Doppelzimmer. Weil hier würde ich nämlich ganz gerne dann Bücherregale haben und so. Weil wir können nämlich mit den Bücherregalen dann einen Geheimgang machen. Dass man dann hier zack aufmacht und dann geht hier eine Treppe runter. Und die führt dann in einen Keller. So habe ich mir das gedacht. Obwohl, warte mal. Nee, wir machen die hier. Hier wird nämlich ein Einzelraum sein mit Büchern, würde ich sagen. Aber das ist dann klein, ne? Und hier. Hier dann. Oder ne, hier. Wird es nach oben gehen, würde ich sagen. Hier das Badezimmer. Hier dann zwei Räume. Und hier wird dann Dingens Kirschen gemacht. Ihr wisst schon, was ich meine. Gut, ich werde erstmal sagen, wir werden jetzt direkt loslegen. Weil wir werden so oder so wieder so ein bisschen anders hin und her planen. Ich habe hier auch schon mal so ein paar Lichter hingebaut. Weil die ganz cool aussehen und hier reinpassen optisch, finde ich. Die Kisten so, die kommen natürlich noch weg. Habe ich doch mal so einen Wurm extra erledigt. Einfach nur, damit wir den Kopf hier haben. Der ist auch ganz cool, aber ich glaube, der hier ist leider ein bisschen klein, ne? Aber der sieht ja auch eigentlich ganz cool aus, aber vielleicht sollten wir nochmal... Vielleicht sollten wir einfach drei von denen machen. Keine Ahnung, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Jetzt wird erstmal Kram genommen. Also, ich habe auch schon mal ein paar Betten und so vorbereitet. Wir haben auch hier noch einen Bronzekopf, aber ich glaube, der muss jetzt nicht unbedingt benutzt werden. Ein paar Lichter und so habe ich noch. Aber wir nehmen jetzt erstmal normale Steinblock, wenn wir brauchen. Palmholz, klar. Die eventuell auch. Die anderen lassen wir erstmal drin. Ja, habe ich noch ein paar Geländer und hier auch noch Zeugs halt. Gut, würde ich sagen, machen wir erstmal die räumliche Trennung. Wir werden erstmal die ganzen Räume hier reingeballert. Wie ich sie ungefähr haben möchte. Also das Badezimmer muss ja eigentlich nicht so groß sein. Oder machen wir es wirklich bis hierhin doch mit Badewanne und so, ne? Machen wir. So. Kann der Kram weg. Aber lassen wir die Steinwand oder... Wenn das so das Holz ist, passt das passt eigentlich nicht... Wir müssen eigentlich einen anderen Boden hier reinhauen. Aber was für ein Boden? Ja, das war jetzt... Okay. Warte mal, wir hauen erstmal den Rahmen da rein, damit ich weiß. Zack. Und einmal. Ja gut, da habe ich jetzt... Egal. Ist schon in Ordnung. Dann können wir hier nochmal den Boden reinknallen. Und hier müssen wir einen anderen Boden reinhauen, würde ich sagen. Ich hoffe, das würde optisch einfach besser passen. Ich muss mal ganz kurz schauen, was für Blöcke ich noch habe. Ich würde schon ganz gerne irgendwas reinhauen, was ein bisschen fliesenmäßig aussieht. Oder wir müssen halt einen Steinboden. Warte mal. Schicker Steinblock haben wir noch. Veredelter, bla bla bla. Hier so ein Holzboden. Oder ja, wir können gucken. Stadtmauer. Ich denke nicht, dass Stadtmauer gut aussieht, aber nehmen wir erstmal mit. Und hier haben wir keine mehr, ne? Gut, wir testen. Wir testen. Ich würde noch ganz gerne auch eine andere Wand hier drin haben. Also, was ist? Nein, ich wollte so. Wie sieht der hier aus? Nee.
Das sieht überhaupt schick. Das soll schick sein. Aber hier haben wir sehr wenig von, ne? Aber. Was ist das für ein Muster? Das ist Louis Vuitton. Warte mal. Mach mal kurz bis hierhin. Ich weiß, wir haben nicht genug. Müsste ich nochmal sammeln, aber ich glaube. Für so ein Badezimmer sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Oder was meint ihr? Ich glaube, das ist ganz cool. Aber ja, ich bin pleite. Gut, dann müssen wir hier demnächst noch weitermachen. Wir können ja schon mal eine andere Wand reinhauen. Aber warte mal, was ist, wenn ich den Stein hier nehme und dann eine Wand reinhaue? Sieht das auch so komisch aus, oder? Das sieht wiederum ganz cool aus. Machen wir die Wand hier so rein. Das gefällt mir, muss ich sagen. Warte mal. Ich fall sonst hier gleich runter. Komm. Ja, super. Das war wieder klar, dass sowas passieren wird. Komm runter da. Muss ich das von hier machen, oder? Komm schon. Ja. Nein. Ach komm, das gibt's doch nicht. Ja, also ich werde ja eh noch ein bisschen weiter nach oben bauen müssen. Aber ich würde sagen, für den Anfang ist das schon ganz okay. Damit wir schon mal das im Hinterkopf behalten können, dass wir. Reicht das so und das lassen wir in Holz oder machen wir hier vorne auch noch, verkleiden wir auch noch hier? Ich habe eh jetzt nicht genug, aber ich würde sagen, klar, hier fehlen halt die Fliesen, ne? Aber so für so ein Badezimmer ist das, glaube ich, ganz schick. Gefällt mir. Das gefällt mir. Oh. Hier muss wieder, Boden rein. Jetzt alles abgerissen. Aber no problemo. Okay. So, Räume trennen. Mission Räume trennen. Ist die Frage, machen wir hier so einen kleinen Raum? Das wird meiner sein. Es muss halt nicht genau passen, ne? Wir müssen jetzt nicht unbedingt für jeden einen Raum haben. So. Sieht doch auch schön aus. Dann trennen wir das einmal hier. Ist richtig? Ja. Zack und zack. Dann klatschen wir hier auch einmal. Warte mal, da brauche ich am besten die hier. Dass auch alles passt. So. Sieht doch schon mal ganz nett aus. Halbholz habe ich zum Glück unten auch noch was, falls es mir ausgehen sollte. Es könnte nämlich gut sein. Ich habe nochmal fleißig gesammelt gehabt. Aber man weiß ja nie, manchmal braucht man echt viel. Ich kann das manchmal schlecht einschätzen. So, ich weiß, wir müssen natürlich noch nach oben bauen, aber das sieht auch schon mal ganz nett aus. Dann machen wir dasselbe auch natürlich einmal hier. Dann könnten wir schon mal die ersten Schlafzimmer so ein bisschen einrichten. Also das heißt richtig einrichten, sondern eher mal Betten rein und ich habe hier Teppiche. Die werde ich auch gleich schon mal reinhauen. Und wie gesagt, dann habe ich halt die Idee gehabt mit diesem Geheimraum. Also der nach unten führt. Oder man könnte auch einen Boden machen, der Dreck und Durchgang hat. Das geht beides. Aber ich finde das mit dem Bücherregal irgendwie eine ganz coole Idee. Oder wir machen das anders. Dass wir hier dann so einen Durchgang für den Boden haben. Und dann einen geheimen Bücherregalraum, da wo wir unser Labor dann haben. Okay. Hier haben wir auch. Müssen einmal ganz kurz gucken, ob wir hier unten schon mal alles fertig haben. Aber es sieht schon mal ganz gut aus.
nichts vergessen, ne? Alles klar, dann. Was wir noch mal ganz kurz machen, möchte ich schon mal die Teppiche, können schon mal rein. Brauchen wir gerade nicht. Also, wir haben auf jeden Fall große. Ein paar kleine. Können wir schon mal mit den Teppichen ein bisschen rumspielen. Könnte auch mehrere hier reinhauen, ne? Können wir das mal machen? Das ist gar nicht mal so schlecht. Sieht das aus? Warte mal, ich muss einmal kurz. Gefällt mir. Irgendwie gefällt mir das. Aber den. Oh, ich habe hier. Ach, jetzt sehe ich meinen Fehler. Ich habe hier zu tief gebaut. Okay, egal. Machen wir gleich. Jetzt ist die goldene Frage hier. Eigentlich große sind ganz cool, weil die sind sehr klein. Hauen wir einfach mal einen hier hin. Ist ein bisschen. Müssen wir schauen. Machen wir mal so. So und. So. Vielleicht werden wir noch ganz viel hinballern. Keine Ahnung, mal schauen. So, dann hier. Also ich würde sagen, das würde sich eignen für so ein Doppelzimmer. Bett und Bett. Machen wir das mal, aber mit so ein bisschen Platz dazwischen. So. So, das sieht doch fein aus. Dann die anderen Betten. Ich meine, wir sind mit mir 6 eigentlich, ne? Das wird mein Raum. Ich habe Luxus. Ich habe Privilegien. Ja. Hol ich mir so und ich krieg dann auch einen Nachtschrank und so ein Kram. Bett einfach hier hin. So. Und hier wäre eigentlich auch noch einiges am Platz, aber wir brauchen hier noch einen Weg nach oben. Ich überlege, ob wir das dann einfach mit einer Leiter auch machen werden. Wahrscheinlich ja. Ich hau das Bett jetzt einfach erstmal hier hin. Wir werden das mit der Zeit noch alles umändern. Aber damit das schon mal, sieht schon mal so ein bisschen belebter aus, ne? Geht doch schon mal. Ja, der Kronleuchter ist, glaube ich, ein bisschen unnötig. Den werden wir wahrscheinlich irgendwo anders hinhauen. Aber hier ist schon mal ein bisschen was drin. Dann hier, zack, hier geht's rein. Hier im Badezimmer. Das ist doch eine schicke Idee. Und diesmal mache ich hier richtig. Nee, nicht ganz. Ich will richtig machen, mache erstmal falsch. Genauso muss es sein. Machen wir so. Und. Ja, super, schon wieder falsch gemacht. Ach Mann. Ich bin einfach manchmal ein Profi. So. Ja, dann müssen wir jetzt noch die Wände natürlich nach oben durchziehen, ne? Damit das alles hier auch. Einmal, ihr wisst schon was. Dann, let's go, würde ich sagen. Aber wir dürfen nicht zu hoch machen. Fangen wir einfach mal hier an. Ja, super, so natürlich nicht. So. Dann können wir ja eigentlich hier immer direkt anschließen, ne? Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Ist das. Ach, natürlich nicht. Wir machen das mal von hier, dann sehe ich das ein bisschen besser.
Ach, ich gucke noch drauf und ich mach's trotzdem. So. Das sieht gut aus. Machen wir erstmal den Inneren. Dann haben wir das schon mal erledigt. Geht auch bis hier? Nee, bis hier, ne? Ach Mann. Nee, warte mal. Wir machen das so. Hier ein bisschen runter. So. Sehr schön. Und hallo? Ist das von der Höhe okay so oder? Oder warte mal. Sag nicht, das kommt da oben durch. Es kommt da oben durch. Aber nur der hier. Nicht gut. So, jetzt haben wir es aber richtig. Sehr schön. Alles klar. Das sieht doch langsam nach etwas aus. Aber auch nur langsam. Aber auf jeden Fall besser als die erste Base jetzt, ne? Aber ist auch nicht schwer. Ups. So. Brauche ich einmal die Teile hier. Ach, schöne Musik. Das ist doch einfach Entspannung pur. Ja, guck mal, wenn der jetzt so, schon so zu ist, ne? Da oben noch nicht, aber es sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus, wie ich finde. Oder was meint ihr? Okay. Wenn wir hier alles dann zu haben, dann könnte das echt eine geile Nummer werden. Und hier oben kann ich das nicht so gut, ne? Irgendwie nicht. Gut, dann machen wir halt den hier und zack. Ja, da habe ich glaube ich ein bisschen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass wir jetzt da ein Problem haben werden. Super. Habe ich hier wieder toll hinbekommen. Da habe ich mich ein bisschen zu früh gelobt wieder. So, jetzt sieht es aber vernünftig aus. Klar, hier ist jetzt ein bisschen dunkel noch drin, aber das ändert sich auch noch mit der Zeit. Welcher war das nochmal? Der schicke Steinblock war das, ne? Okay. Wir könnten ja schon mal auch da eigentlich nach oben durchbauen, ne? Was wir haben, das haben wir. Also war noch nicht ganz, ne? Jetzt aber. Gut. Und weg ist. Weg ist der gute Stein. Ach, guck mal, da habe ich auch eine Lücke. Ups. Palmholz. Und wir müssten gleich eine Runde schlafen gehen. Aber schön ist jetzt. Ah, komm. Ernsthaft? Komm, wir gehen erstmal schlafen. Schön ist, dass wir jetzt hier auch Betten haben. Wunderbar. Klar, wir haben auch ein bisschen Licht mittlerweile, aber tagsüber ist immer am besten. Tagsüber ist es doch am schönsten. So. Genau, ich wollte eigentlich erstmal hier hinten den Gang hier machen. Nee, irgendwie mache ich ja gerade wieder Unsinn. Hallo? Hä? Warum will der nicht? Aha. 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 Okay, jetzt wird es ein bisschen tricky, weil wir hier runtergehen. Wohl. Ja. Also den brauchen wir gar nicht hochziehen. Ach Mann, das ist manchmal irgendwie ein bisschen. Aha. Ja, nee, auch nicht ganz. Oh, komm. Ernsthaft? Dann eben. Ach,
Ach komm, leck mich doch. So, jetzt haben wir's. Aber hier haben wir noch eine Lücke. Die darf ich nicht vergessen. Am besten mache ich die jetzt, bevor ich die vergesse. Sehr schön. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Wunderbar. Zack, hier geht's dann ins kleine Badezimmer. Hier sieht auch schon schick aus. Und hier brauchen wir auch einmal... Ja, da habe ich es irgendwie auch nicht ganz hinbekommen wieder. So. So. Hier ist es auf jeden Fall deutlich angenehmer. Aber mein Palmholz, ich glaube, das reicht sogar noch perfekt aus. Und dann werden wir eine Treppe aus Palmholz auch machen, würde ich sagen. Ja, was mit der Säule gar nicht mal so eine schlechte Idee, ne? In der Mitte. Ich finde, das passt ganz gut. Oder was meint ihr? Was meint ihr? Aber ich glaube, ihr findet es auch gut. Mein Gefühl sagt es mir. Für meine Verhältnisse ist das doch hier relativ schön. Für meine Verhältnisse ist es echt gut, glaube ich. So, dann haben wir die Decke hier schon mal. Wir haben auf jeden Fall eine sehr hohe Decke. Vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ne, mit der Säule, das ist schon geil. Mit die oben die Köpfe da hängen. Wird schon passen. Ich hoffe nur, dass der auch in Zukunft dann von außen halt geil aussieht, der Turm, ne? Ich hoffe es sehr. Waren wir da auch richtig oder ist er... Ne. Ach, warte mal. Oh, ich habe da... einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe da eine Lücke gelassen. Aber das fällt eigentlich eh nicht so auf, ne? Ja, lassen wir jetzt einfach so. Ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Auf den Millimeter kommst du jetzt auch nicht drauf an. Kann ich mit leben. Boah. So. Solange der Rest passt, dann ist gut. Nee, aber sowas würde mir nicht passen. Das würde mir die ganze Zeit irgendwie immer im... Gedächtnis bleiben. So. Dann müssen wir gleich nur schauen, ob wir echt eine Treppe machen oder eine Leiter. Eine Treppe nimmt natürlich wieder viel Platz, aber eine Leiter, ich weiß nicht, ob eine Leiter so geil aussieht. Ich denke, eine Treppe... Ja. Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Eigentlich halt, Schlafgemächer wären eigentlich sinnvoll, wenn sie ganz oben wären, ne? Also muss man erstmal durch die Schlafstätte gehen, um dann zur Schmiede und so zu kommen. Aber na gut. Da habe ich meisterhaft geplant. Das wäre eigentlich klüger gewesen, wenn unten, das klar, das Feuer, da kommen wir jetzt nicht drum rum. Dann auf der nächsten Etage hier, dass eigentlich hier Schmiede und sowas reinkommt. Und echt Schlafgemächer ganz oben oder so, ne? Aber komm, ist egal. Ist ein Fantasy-Turm. So ist es halt, wenn ich ein Held wäre in einer verlorenen Welt und euch retten würde. Ich würde so bauen. Ihr müsstet damit leben, Leute. Aber dafür mach ich es doch gemütlich. Dafür mache ich es hier doch gemütlich. Alle sind glücklich. Hoffe ich. Mein Raum ist auch schön. Und es gibt eine Toilette. Seht es positiv. Es gibt eine Toilette. Denkt auch nicht jeder dran. So, also ein Badezimmer. Vor allem. Also. Wir haben die Decken schon mal hochgezogen. Die sieht mittlerweile echt kuschelig aus. Jetzt müssen wir die Decken reinhauen und eine Treppe. Also. Könnten hier... den Raum trennen, vielleicht, dass es so ein kleiner Raum ist. Das ist halt auch so ein Doppelzimmer. Ja. So. Kann man hier ein Bett hinstellen und dann, keine Ahnung, hier einfach. Teilen sich halt ein Zimmer, dann haben wir zwei... Hier fünf Betten, eins würde noch fehlen. Ja, dann machen die hier ein Dreierzimmer, macht die draus. Oder ich trenne das hier noch.
Ich würde sagen, aber Dreierzimmer, wir sind Gefährten, Leute. Wir sind hier kein Pärchen und sowas. Wir sind einfach eine coole Truppe. Wenn man ja auf Reisen ist, dann campt man ja auch zusammen in einem Zelt und hat nicht jeder sein eigenes Ding da und macht da Kuschel-Kuschel oder sowas. Und ich bin halt der King, der Chef, Le Boss und ich brauche meinen eigenen Raum. Ist ja klar. Gut, also hier 2, 5, 6. Dann können wir nämlich den Raum komplett einfach nur nutzen. Da müssen wir dann nicht unbedingt irgendwas zumachen, dass wir hier einfach wirklich nur nach oben gehen. Dass es halt für die nächste Etage gedacht ist. Dann läuft das auch nicht durch eine Wohnstätte durch. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube ja. So, jetzt brauche ich aber den hier. Nee, warte mal. Nimm ich mal groß und haue erstmal hier wieder den Boden rein. Super, das läuft ja perfekt. Ich mache erstmal überall, wo ich große ranhauen kann. Wo das direkt einsnappt. Ups. Ja, und dann haben wir die nächste Etage. Und die goldene Frage ist, was ich daraus machen werde. Also Schmiede brauchen wir, klar. Wir können ja auch eine räumliche Trennung machen. Schmiede und sag mal schnell. Schmiede und ja, so eine kleine Küche bräuchten wir auch, ne? Hier ist ja Platz. Schmiede, Küche und was kann man noch machen? Weiß es nicht. Schmiedeküche und auch für die Jägerin, da ihre. Könnten wir es durch drei teilen? Eigentlich ja, ne? Ich meine, der Platz würde ausreichen, aber was hauen wir dann oben hin? Ich habe mir hier eben irgendwas anderes noch überlegt, dass wir hier dann auch Durchgänge machen, dass wir hier nochmal so eine Art Balkon haben. Obwohl auf der Höhe oder erst ab der nächsten Etage? Nee, ich würde sagen ab der nächsten Etage. Oder? Ich muss mir das von weiter weg betrachten. Ich kann es jetzt nicht so genau sagen. Wir werden sehen. Und so einmal um den Turm vielleicht herum kann. Ich hoffe, es so gut aussieht. So ein. Einmal drumrum. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Muss man vielleicht ausprobieren und dann von außen betrachten. Und wenn es nicht gut ist, dann wegballern. Ja, und hier dann wieder so eine Säule halt, ne? Wir können es ja aber erstmal hier wieder so hinhauen. Überleg nur, was für eine Säule. Ob ich wieder so eine breite mache oder ob ich wieder so eine schmale wie vorher mache und dann den hier komplett in drin habe. Wisst ihr, was ich meine? Oh, hier ist aber jetzt blauer Nebel, ne? Wegen der Säule wahrscheinlich, oder? Oh gut, so ist nun mal das Leben. So, also der sieht ja echt schon gut aus, der Raum, finde ich, ne? Wenn wir dann den Kram hier raus haben. Dann noch ein bisschen vielleicht mit Deko irgendwas verzieren. Keine Ahnung, wie irgendwie noch Banner oder irgendwie sowas. Das könnte ganz gut aussehen. Ich habe überlegt, halt so Säulen, ob wir dann oben die dann dick weitermachen. Weil hier läuft sie ja durch. Und hier würde sie dann ja rein theoretisch weitergehen. Ist nach oben durch. Die Frage ist natürlich auch, wie hoch können wir bauen? Also ich sehe jetzt noch keine Grenze. Wir können wahrscheinlich noch relativ hoch bauen. Ja, also wenn wir die Treppe hochgehen. Wo kommen wir dann hoch? Raus. Ich würde sagen, wir müssen erstmal wieder so einen Boden reinhauen. Logischerweise. Ich würde sagen, bis hier. Machen wir es vielleicht so? Oder nee.
Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten. Ich brauche mal die Kleinen. Und dann von hier aus, ob das so eine gute Idee ist. Palmholz. Wir werden sehen. Weiß nicht. Oder wir müssen das so seitlich und dann... Warte mal. Okay. Vielleicht so. Und dann so. Dann könnte man hier sogar vielleicht noch irgendwas machen. So eine kleine Chill-Ecke oder was auch immer. Ich hoffe nur, hier wird es nicht zu eng. Ich glaube schon, deswegen sollten wir einmal hier... warum habe ich so ein... Ne, den wollte ich gar nicht. Ich wollte... Hallo? Den hier. Nein! So. Können wir wieder zumachen? Ja, das sieht vernünftig aus. Sieht vernünftig aus. Bis hierhin. Nee, ich würde sagen sogar bis hier. Oder? Aber ich habe jetzt nicht durchgebaut, oder? Nee, sehr gut. Okay. Mal kurz wegpacken. Oh, ist hier sehr blau halt wegen der Säule, ne? Oder ich muss das Innere hier rausnehmen. Könnte ich ja auch noch machen. Und dass es dann einfach oben weitergeht. Mal schauen. Ah, ich habe das hier gar nicht richtig gemacht. Müsste ich vielleicht nochmal umändern. Naja, aber ihr wisst ungefähr, wie ich es meine. So, hier kommt man durch. Dann hat man da Schlafzimmer. Hier links. Hier geht's dann hoch, zack, auf die nächste Etage. Und da wird bei der nächsten Folge weitergemacht, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.